Meine Erwartung war, dass ich neue Leute kennenlerne und dass es einen Ideenaustausch gibt und das ist eindeutig erfüllt worden. Also ich habe ja nicht genau gewusst, was mich erwartet, bin aber sehr positiv überrascht, weil gerade in der Politik ist Netzwerk wichtig und ich habe heute gesehen, auch bei den Unternehmungen ist Netzwerk wichtig und vor allem das Wort Vertrauen, das hat mich wirklich überzeugt, weil man hat das auch gesehen, gerade in der Bankenkrise, Vertrauen ist wichtig und die Schweizer sind bekannt für gute Qualität und Mund-Mund-Propaganda ist das Beste, was es eigentlich gibt. Ich bin nicht mit sehr vielen Erwartungen hergekommen, aber es war super spannend, auch wie dynamisch dass das zu und her geht und ich bin wirklich positiv überrascht. Hast du daraus einen Nutzen ziehen für dich und dein Geschäft? Ja, sehr wohl. Einerseits der Austausch mit anderen Leuten, zu schauen, was sie machen, was ihre Probleme sind, was sie brauchen und was ich ihnen geben kann und umgekehrt. Also ich fand es sehr, sehr nützlich. Kannst du dir vorstellen, dass dein Business da auch profitieren kann? Ja, das kann ich mir vorstellen und ich kann mir auch vorstellen, dass es gegenseitig ist, dass auch die anderen von mir können profitieren und das ist auch die Idee. Es sind ja auch diverse Leute auf mich zugekommen und auch die Gemeinde braucht immer wieder, dort braucht es etwas, da braucht es etwas und dann muss man immer schauen, wer könnte man jetzt anfragen. Und ich habe gute Kontakte heute auch können sammeln und wenn wir mal eine Arbeit zu vergeben haben, dann weiss ich jetzt, wer mich als erstes muss anrufen. Also verstehe ich dich in dem Fall richtig, dass du auch ein Potenzial siehst, selbst als Gemeindepräsidentin, dass du kannst, das Empfehlungsmarketing auch aktiv jetzt als Anker uns zum Beispiel weiterempfehlen, wenn du Bedürfnisse zugetragen überkommst. Ich meine, auch die Gemeinde vergibt ja Aufträge und natürlich probiert man natürlich immer, das im Dorf oder in der Umgebung zu machen. Und das ist eben dann auch wichtig und da kennt man dann auch, man weiss genau, wer macht gute Arbeit, die fragt man wieder. Natürlich nur für kleinere Aufträge, wir haben jetzt die Submissionsverordnung, also für grosse Aufträge müssen wir es ausschreiben. Aber gerade für kleinere Sachen, wo man schnell etwas machen muss, ist das Netzwerk immer gut. Jeder da innen ist ein Kunde von uns, also von dem her könnte das durchaus super funktionieren, definitiv. Und jeder da innen kennt auch noch jemanden, der das auch in Anspruch nehmen wird. Ich bin eine leidenschaftliche Netzwerkerin und genau das ist passiert. Ich habe neue Leute kennengelernt, ich konnte interessante Gespräche führen. Es gibt vielleicht schon die ein oder andere Kooperation. Und es ist sehr dynamisch, sehr lebendig, das entspricht mir sehr. Und es ist sehr effizient, konkret und auf den Punkt gebracht. Das schätze ich auch. Wunderbar. Dann ist das eben auch gerade dein Nutzen gewesen, den du heute hast rausziehen können, mit anderen Worten. Ja, weil Wunderbar. Ich habe interessante Menschen kennengelernt, wo ich das Gefühl habe, da kann sich etwas daraus entwickeln. In welcher Form wird es gesehen sein mit weiteren Gesprächen. Wunderbar. Also ich begrüße ganz herzlich Tanja Hermetschweiler, unsere Nationaldirektorin. Die höchste von unserem BNI hat uns heute die Ehre gewiesen. Jetzt meine Frage an dich. Was ist denn der Sinn und Zweck für BNI, für deine Organisation, dass wir in diesem kleinen Dürnten im Zürcher Oberland quasi wie eine Filiale auftun? Ja, BNI braucht es im Prinzip überall, wo Geschäft gemacht wird. So sind wir heute auf der ganzen Welt präsent und natürlich auch in der Schweiz mit rund 100 Unternehmergruppen. Und für das Zürcher Oberland ist das für uns ein guter Treffpunkt hier in Dürnten, um das Unternehmer zusammenzubringen. Ja, wenn natürlich so ein grosses Event ist, mit so vielen Teilnehmern, über 50 Teilnehmer heute, dann sind das alles Multiplikatoren, die man im Marketing könnte brauchen können und somit auch das Netzwerk erweitern und so wieder Empfehlungen generieren, wo ich aber auch meinen anderen Chapter-Kollegen kann, mein Netzwerk auftun kann. Wir gehen mit einer gewissen Professionalität an das Ganze her, dass eben das Ergebnis nicht einfach im Zufall überlassen wird, sondern dass man da mit einer Strategie das Netzwerk auch in der Region kann einsetzen und nutzen kann.